So. Leider keine Zeit gehabt, hier nochmal umzustellen. Das ist hier gerade Splash Mage gegen Scorpion. Ne, warte mal, das ist Fuego Elo gegen Scorpion. Streamer war gerade einmal kurz weg und dann haben die schon angefangen. Deswegen habe ich das jetzt nicht extra nochmal umgestellt, weil ich ja hier kommentieren soll. Von daher, ja, ihr wisst Bescheid. Ich habe eben schon gesehen, Momo hat ein Game gezogen von Skelly. Vielleicht ist da der Upset drin. Der hat auf jeden Fall auch noch eine Chance, hier weiterzukommen. Also in die Top 8. Oh, Nair Top Smash, der Klassiker. Ist tatsächlich schon mehr gespielt, als da im Bracket drin steht. Manche Leute haben nur nicht eingetragen. Ja, im Moment macht Fuego das hier auf jeden Fall gut. Gutes Timing. Oh, gutes Movement. Aber jetzt hier gerade offstage. Side B. Nochmal Up B. Ah, und schafft es nochmal drauf. Schafft es sogar nochmal mit der Up B zu treffen. Die macht mehr Schaden, als man denkt. Also, wenn die voll trifft, das heißt, das Feuer, also diese Multi-Hits und dann der Hit, macht die, weiß ich nicht, 30, 35 Schaden oder so. Also, die kann schon richtig viel Schaden machen. Aber hier trotzdem, Dash Attack killt hier für Scorpion. Ihr könnt mir gerne reinschreiben, was ihr danach sehen wollt. Ich würde sonst noch einmal nach Akkusativ gucken. Vielleicht gegen Weißel, wenn sie bis dahin nicht gespielt haben. Ah, sieht aber so aus, als ob die da hinten schon spielen. Also, beide hier auf dem zweiten Stock. Gerade ein ganz netter Combo-Starter von Scorpion, aber hat dann irgendwie nicht weitergefunden. Okay, der Upsmash. Das heißt, ein ganzer Stock jetzt hier gerade für Fuego Elo in Führung. Okay. Also Scorpion, wie man sieht, hier noch nicht aus dem Rennen. Schafft es hier auf jeden Fall, eigentlich seinen Momentum zu bekommen. Wir haben eben gesehen gegen Flora in Cruise, dass er sehr defensiv spielen kann auch. Jetzt hier gerade in dem Game, ist natürlich dann auch ein sehr viel schnellerer Charakter, ist es doch eher auf der offensiven Seite. Vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Aber gegen so schnelle Charakter ist man auch manchmal einfach trigger-happy. Und projektiert halt, wo... oder projiziert halt, wo die Charakter als nächstes sein könnten, um dann irgendwie einen Smash oder sowas reinzuhauen. So, das war ein harter Missklick von Scorpion in der Situation, aber Fuego wollte da direkt den Kill zu bekommen, hätte einfach die Abwehr machen sollen, aber da ist der Upsmash dann doch. Das ist das 1-0 für Fuego Elo. Das ist auf jeden Fall ein Set, das 3-2 ausgehen könnte. Könnte ich mir vorstellen hier. Aber schauen wir mal. Im Moment 1-0 hier für den Fox-Spieler. Ist das der schwarze Fox? Nein, das ist der grüne. Oder? Schon mal später für die Top 8-Grafik. Kann ich ja auch schon mal aufmachen. Top Aider. Ich versuche im Moment die Nachbereitung von NEZ immer so schnell wie möglich zu erledigen. Aber da ist dann doch... mehr hinter, als man denkt. Ich mach hier einmal kurz ein bisschen mehr Nintendo. Nintendo. Oh! Hier. Ein bisschen Merch. Ja. Why not? Habt ihr das Spiel gespielt? Sag mal, habt ihr das Spiel gespielt? Ja. Ich habe das jetzt, dieses Jahr habe ich das gespielt. Und ziemlich nice, auf jeden Fall. Aber das gleiche Problem wie, für mich zumindest, wie das erste Game von denen. Nachdem ich mit Gandor fertig bin, Schluss, sofort Schluss. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe mir das so lange wie möglich aufgespart, aber ich hätte das Game gerne noch länger gespielt. Aber wenn mir die Objective fehlt, so eine Main Objective, dann sehe ich irgendwie auch keinen Grund mehr, das weiterzuspielen. Naja,
Gut, also wir sehen hier einen anderen Charakter, und zwar Pac-Man. Hätte ich jetzt nicht Cruise gesehen, dann würde ich sagen, so warum überhaupt? Aber Pac-Man ist auf jeden Fall besser geworden gegen so Rushdown-Charaktere, weil seine so normalen Attacken sind näher und fair und backer und alles besser geworden. Deswegen kann er deutlich besser mithalten mit so Super Pressure. Seine Frame Data ist einfach besser. Ja, in Cruise konnten wir sehen, wie Scorpion Fuego Ego besiegt. Da hatte er allerdings auch, weiß ich nicht, oder? War das Scorpion gegen Fuego Ego? Ich glaube schon. Ich glaube, da war es nur ein Stock, den er dann noch geholt hat, oder höchstens zwei. Aber, ja. Okay, diesmal ist es also Fuego Ego, der hier den ersten Stock holt. Fuego. Ich glaube, das ist gleichzeitig auch die letzte Begegnung. Ja. Die letzte Begegnung aus diesem Pool für Ninja sehe ich hier bei SDN. Der ist also wieder mit Greninja unterwegs. Hat jeweils ein Game gedroppt gegen Fuego Ego und Scorpion. Jetzt ist halt die Frage, wer hier weiterkommt. Es geht um dieses Set. Im Moment sieht es gut aus für Fuego. Hat auf jeden Fall die Nase vorne hier gerade an Games. In diesem Game sieht es auch gut aus. Können wir ja mal gucken, wie das im dritten Game aussieht, falls er das hier überhaupt verliert. Welcher Charakter dann kommen könnte. So. Ich setze mich einmal zur Seite. Dann bin ich hier nicht mehr so ganz alleine. Oh. Nicknacks. Ja? Nee, ich glaube nicht. So. Fred Faulich, back als Commentator. Sehr schön, so wünscht man sich das doch. Das ist Justin gegen Fuego. Nee, was hier ist es Scorpion gegen Fuego. Ja, ich hab das 17 auf dem Bildschirm, weißt du, das ist Justin. Okay, aber Scorpion gegen Fuego. Oh, es sieht aber. Es ist etwas knapper, als ich erwartet habe. Also, für wen? Was hättest du? Also, es ist allgemein, predicted? Was meine ich, knapp. Es ist sehr, sehr viel. Sehr großes Gap hier. Also, Scorpion macht hier ordentlich Rambazamba. Ja, also den Pac-Man darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Weiß auf jeden Fall, was man mit diesem Charakter zu machen hat. Mhm. Boom! Bam. Aber auch Fuego weiß das mit seinem Fox. Jetzt das 2:0 bisher. Und ja, wenn das Ganze so ausgeht, wie es im Moment aussieht, dann wäre es so, dass Scorpion ins Silberbracket kommt, während Fuego Elo hier in die Top 8 kommt. Diesmal haben wir direkte Top 8, keine Top 12. Alles Best of 5. Auch ja, Pools, so wie wir sehen können. Sehr, sehr wenig Leute diesmal da. Mhm. Da kann man dann auch ein bisschen härter den Grind machen. Ich habe gerade eben tatsächlich ein Match gewonnen. Gegen? Slicer? Gegen Slicer. Wie viel? Es waren 3-0. Okay. Mhm. Ah, guck mal, da hat jemand Geld verloren. Ja, ganz genau. Da hat Leroy Geld verloren. Sein Sifu hat Geld verloren. Ah, sehr gut. Mhm. Für Marvin habe ich das gemacht. Für Kalinki. Muss willst ich auch einen Nick, ne? Oh ja. Gönn ich. Danke. Alter, ich habe hier so eine riesen. Ich habe lange gesehen, dass diese. Dass ich habe ja tatsächlich die größte Pringles-Sammlung der Welt. Und deswegen habe ich das hier schon öfters gesehen und war so, damn. Vielleicht sollte ich mir das auch mal zulegen. Mhm. Ja, Knickknacks sind lecker. Ja, die machen auch super süchtig. Halt wirklich. Die schwitzigen Gamer-Hände greifen hier jetzt. Cheeto-Fingers. Ja. Hast du schon mal Cheetos gegessen? Nee. Das ist nicht lecker. Ich weiß nicht, amerikanische Süßigkeiten und sowas sind für mich immer so, ich weiß nicht. Das ist auch so Mountain Dew zum Beispiel. I don't know. Ja, verstehe ich aber. Also die sind irgendwie immer, die sind sehr, sehr stark besetzt halt einfach mit all möglichen Zeug. Scorpion jetzt auf dem Dark Pit, sehe ich ihn auch ein bisschen mehr, muss ich sagen. Ja. Ja, also kommt aufs Matchup an. Ich weiß gar nicht mehr, was wir letztes Mal gesehen haben. Ich weiß nur noch, das war gegen den einen Bayonetta-Spieler. Oh, ja, das hat gefehlt. Da hat Fuego leider den hier Tag nicht richtig angekriegt. Mhm. Dass es die am Spielen waren.
Ja, gucken wir doch mal. Also, Fuego muss jetzt hier auf jeden Fall ordentlich noch was tun, wenn er das Ganze hier 3-0 gewinnen will. Das sieht tatsächlich echt gut gerade für Scorpion aus. Der jetzt hier 83% sind nicht so viel, wenn er es schafft, nicht von der Nähe getroffen zu werden. Ja, also Fox hat halt extrem geile Strings, mit denen er auch bei 95%, also ist im Endeffekt, wenn er einen guten, wenn er einen guten Move connectet, dann ist es schon ein Kill. Mhm. Ah, okay, aber Scorpion macht das hier auf jeden Fall ziemlich smart, schafft es hier den ganzen immer weiter zu entgehen, aber da war der Tech Chase. Ich habe in letzter Zeit angefangen, bei Tech Chases. Oftmals bleibe ich einfach für einen Moment liegen, weil das den Gegner einfach oft super offroad. Ja. Die rechnen damit gar nicht und dann kannst du meistens für irgendwie eine Get-Up-Attack oder sowas gehen. In anderen Smash-Spielen, ich glaube vor allem Millie und Brawl, war es noch deutlich schwerer zu tacken. Deswegen konntest du damit rechnen, dass der Gegner in manchen Situationen einfach den Tag misst. Inzwischen ist es aber so, der Tag ist so leicht geworden, dass du eigentlich davon ausgehen kannst, dass fast alles getaggt wird. Ja. Deswegen rechnen manche überhaupt nicht damit, dass man den mal nicht bekommt. Genau. Dass man auch den nicht bekommt und dann noch einfach liegen bleibt in der Sekunde oder sowas. Es ist natürlich ein bisschen eine Crack-Option, aber wenn es funktioniert, funktioniert es. Das hat mir schon den einen oder anderen Stock geholt. Ja, auf jeden Fall. Die Get-Up-Attack, auch hier, macht tatsächlich auch relativ viel Schaden. Also zweistellig auf jeden Fall. Ja, ja. Es gibt ja auch manche, die, wenn du so in der Mitte stehst, zweimal treffen können. Oh, schön! Oh, und der Spike! Sauber! Und kein Tag. Gut zu Ende gespielt von Scorpion. Da hätte natürlich noch ein Tag kommen können am Ende, aber... Ich glaube, da war auch ein bisschen, also die Heat des Moments hat so ein bisschen quasi das Mantel von dem Tag abgenommen. Mhm. Also damn, wurde schon gespiked und dann ist er wieder zurückgekommen, aber dann hat er nicht mehr für den Tag gehen können. Okay, das heißt, es ist hier jetzt schon das 2-1. Also wäre nicht das erste Mal, dass Scorpion ein Reverse 3-0 schafft. Er muss erstmal seinen Anime-Main-Character-Moment haben. Mhm. Wenn er ganz am Ende ist, dann kommt er es wirklich durch. Das hatten wir tatsächlich ein paar Mal. Gegen Lifted Skull, weiß ich noch. Ich hab gegen Lifted Skull mal ein Friendly gemacht, darum, wer bei KFC Nugget ausgeben muss. Dann habe ich Princess Peach's Castle gekriegt. Als Stage. Ja. Hoffentlich mit Hazards, mit diesem riesen Bock. Nein, Hazards habe ich nicht angeschaut. Oder Kugel-Willi oder wie die heißen. Aber er war davon sehr aufschaut. Ich habe mich tatsächlich auf letzten Stock 100% oder so gebracht. Okay. Es war ein Mirror-Match. Er Peach ist Daisy. Alter, Scorpion gibt ihm aber hier auch gerade richtig zu schaffen. Aber ich glaube, Fuegelo kommt zurück. Ja, er ist wieder auf der Stage. Okay, Squall gegen Skyvania. Sind die echt in einem Pool? Was gibt's noch? Oh, Larius ist da. Genau, gegen Larius war das mit dem Comeback von Scorpion letztes Mal mit Pac-Man. Deswegen räume ich dem Pac-Man seine Daseinsberechtigung an. Ice-T, danke für den Zuspruch. Ja, ich auch schon gesehen. Ja, geil. Ich krieg das hin. Ich habe auch dieses Mal, einmal kurz als wirklich zu sehr vom Matchup lenken, aber ich habe dieses Mal tatsächlich Charakter geswitcht. Ich bin jetzt von Terry und Palu bin ich jetzt wahrscheinlich auf Smash? Roy Main und Terry Secondary. Ich switch ein bisschen Charaktere. Terry ist auch gut. Ja, ja. Auf jeden Fall. Flora meinte auch tatsächlich, dass Roy jetzt nachdem wir unser Match gemacht haben, passt besser zu mir und ich habe auch ein paar echt geile Sachen von Roy gerissen. Ich sehe da das Potenzial auch in mir selbst. Ja, mal schauen, was die Zukunft sagt. Ich meine, im Endeffekt, im Silberbracket bist du auf jeden Fall noch drin. Ja. Und dieses Mal sogar mit einem Win. Ja, die Winrate. 8%, ich bekämpfe sie langsam. Vielleicht ist sie jetzt auf 10. Oh, das wäre schön. Okay, ich habe Smash ist endlich, und das wird ja erst später angefangen. So, mal gucken. Also, Fuego auf jeden Fall zurückgeholt, was Damage angeht. Aber das ist natürlich auch das stark an Fox, ne? Also ja. Damage machen. Und ja, das Killen kann ein Fluch, aber auch ein Segen sein. Mal gucken. Oh, Backer.
Hat das einen Sweet Spot? Das ist doch nicht so schwach. Das hat einen Sweet Spot, ja. Das ist doch stärker. Also es ist generell bei Dark Pit gefühlt ein bisschen merkwürdig mit Sweet und Sour Spots. Da bin ich froh, dass Nintendo nicht nochmal eine Reihe bufft. Weil wenn die ihn so buffen, wie sie Kirby gebufft haben, dann ist das ein guter Charakter. Ja. Das ist einfach so, die Smashes, dass die auch an komischen Hits einfach noch treffen und stark sind und sowas. Also das kann ich mir bei... Ich denke, Pit zu buffen ist ohnehin eine schlechte Entscheidung, weil nicht, dass er jetzt der beste Charakter aller Zeiten ist, aber er ist auch einfach in den Casual-Kreisen ist er als sehr guter Charakter angesehen. Mhm. Ja, stimmt. Deswegen denke ich mal, dass sie es nicht eingehen würden, einfach nur damit die Casuals mehr Spaß haben. Nintendo mag natürlich die Casuals. Wir auch. Aber ich glaube, wir sind dann doch ein bisschen zu competitive für die Casuals. Ja, also ich meine, ich sehe jetzt keine Windblower. Ah, Fliege. Die hat die überlebt. Ist zu kalt. Okay, da zum Beispiel. Tech Chase extra gemisst. Einfach mal geguckt, was er macht. Und dann... Oh, hattet ihr wieder jetzt Merch von Nintendo bekommen? Nö, also jetzt nicht für dieses Mal auf jeden Fall. Für den 30. können wir das locker mal machen. Also für die anderen Leute hier. Ich glaube am 27. November oder so ist NIZ 28. Am 23. Okay, also 23. November ist das nächste NIZ. Und im Januar ist die 30. Version, also unser Jubiläum wieder. Ja. Und wir haben... Falls ihr Ausrufezeichen 30 macht in den Chat, könnt ihr an einer kleinen Umfrage teilnehmen. Da könnt ihr uns, oh mein Gott, könnt ihr uns gerne sagen, was ihr euch für den 30. wünscht. Oh! Alle kommen im Kostüm. Es gibt einen Dresscode. Ja, da hat er, ja genau. Dresscode, alle im Anzug. Ich glaube, dann würde ich hier überhaupt nicht lebend rauskommen. In einem Anzug hier die ganze Zeit am Commentary. Das wäre schlimm. Ich habe auch so einen richtig alten Lappen, den habe ich von meinem Großvater. Ja, aber da hinten in dem schwitzigen Gamer-Raum. Oh. Ja, okay, ja, cool. Du kannst gerne übernehmen. Ich wollte noch ein bisschen Brawl spielen. Ich habe das nur gemacht, weil jetzt gerade die, mit denen ich Brawl spielen wollte, noch gespielt haben. Okay, danke. Gut, hier einmal einen kurzen Switch. Kannst gerne noch ein bisschen näher ranrücken. Wir haben jetzt hier diese Ansicht, die ist ein bisschen gestauter. Jo, was geht ab? So, jetzt bin ich hier in Game 5 kurz dazugekommen, aber mal gucken, was sich machen lässt. Ist das dein Pool? Nein, ne? Nee, das ist nicht mein Pool. Okay. Ich glaube, Scouty hattest du im Pool. Genau. Wie sah es da aus? Also ich habe jetzt mein Pool fertig gespielt und ich bin Erster heute auch gewonnen. Ach, du hast gegen Justin gegen Flora. Flora gewonnen. Nice, nice. Ja, aber es geht jetzt nicht um meinen Pool, es geht hier um den Pool. Genau. Fuego gegen Scorpion. Ich glaube, das entscheidet, wer der Zweite im Pool wird. Ja. Erster ist sowieso erst der Endgegner, das war gar nicht. Ja, crazy. Das ist tatsächlich noch das 2-2 geworden. Das hat ja angefangen mit einem 2-0 für Fuego. Ja. Erste Runde Pit, oder Dark Pit. Zweite Runde dann, Pac-Man. Und jetzt dann doch wieder auf Dark Pit geswitcht und hat sich auch als die richtige Entscheidung herausgestellt. Ja. Im Moment ist es sehr knapp. Wir konnten immer sehen, dass gerade wenn Scorpion die Lead hat und wenn es so ins Endgame geht, dann kommt er so richtig zum Tragen. Ja. Ja, also ich finde, was mir vorhin aufgefallen ist, ich habe so ein bisschen zugeguckt, ist, dass Fuego sehr viel in der Luft ist, was man eigentlich die Pits nicht machen will. Also wenn man darauf achtet, der macht die ganze Pull-Up-Down her, dann macht das für Scorpion ziemlich reich, der macht zu antieren. Da ist Pit halt ziemlich gut drin. Ja, die näher, ne? Einfach einen Schritt nach vorne näher. Das ist es oft, ja. Da war gerade schon wieder die Down her. Oder einfach das ganze Pull-Up näher, da war jetzt auch, das ist halt hart, vor allem so ein Last-Hit. Aber ja, wenn er dann mal weiß, dass Scorpion jumpt, dann kann man halt solche Tricks machen. Ja, war wichtig. Also man hat gesehen, wenn es in die hohen Prozente geht, dann versucht Fuego Elo halt dieses Kill-Setup zu bekommen. Das macht er, indem er ganz viel Jump, ganz viele Nairs. Das ist halt riskant. Hat diesmal geklappt. Nicht mit dem Nair-Setup, aber mit dem Up-Smash dann im Endeffekt. Ja. Jetzt sind wir auf dem zweiten Stock hier für Scorpion. Mal schauen. Das ist der Kill. Ja. Das ist der Kill. Wichtig gerade für ihn. Ansonsten hätte Fuego noch sehr viel mehr Schaden machen können, gerade in dieser Range. Fuego hat einen kleinen Lead auf jeden Fall.
Und jetzt auch noch an der Ledge. Das sieht nicht so gut aus, wie es da drin. Aber ist da eigentlich richtig leicht weggekommen. Also da hat Gregory noch einfach auf die Stage kommen lassen. 91% jetzt wieder. Also mal gucken, ob er jetzt wieder jumpy wird. Ja. Ah, hat er schon mal eingeredet. Oh, ab aber, er. Aber er holt ihn auch ziemlich gut aus der Luft. Also wenn Scorpion landen will, da kommt Gregor auch ganz gut hin. Mhm. Ja, okay. Der Abster schön die Neutral gepunished. Wir haben gesehen, tiefer Atemzug. Jetzt letzte Chance, ne? Ja. Das ist letzter Stock vom Set hier. Wer kommt in die Top 8? Oh, mein Gott! Ist so unfassbar strong. Alter. Das ist insane. Das ist einfach wieder even. Das hätte ich nie gedacht. Das kleine Grinsen von Scorpion gerade. Ja. Da hätte ich mich aber auch gefreut. Oha, okay. Also das geht natürlich auch aufs Mental von Fuego. Ich glaube, da ist man schon so ein bisschen genervt. Ja. Wenn einen sowas hittet, macht sich dann auch der Tod. Auf Town auch noch. Und jetzt führt auch Scorpion. Also von den Prozenten her. Oh. Wenn es aufs Last Hit geht, wenn beide hohe Prozente haben und es nur noch darum geht, wer mit einzelnen Hits killen kann, ich denke, da ist Pit auf jeden Fall ein Vorteil mit seiner Backair und mit all den ganzen anderen Sachen, die er hat und so. Ja. Upsmash oder so. Alleine auch das Offstage-Game, ne? Ja, definitiv. Also da kann Fox ja gar nichts machen. Oh. Okay, der Jab wird nicht gepunished. Er muss halt einfach, Scorpion muss aufpassen vor dem Raw. Jetzt wird es scary. Scary. Offstage wird immer scary für Fox. Oh, jetzt ist langsam ein Killprozent für Scorpion. Oh, jetzt. Eine gute Abwehr oder ein Upsmash. Ja, da ist der Upsmash. Geschafft, wow. Und das war super knapp noch. Okay, also da dachte ich tatsächlich, dass so von den anderen Matches konnte man das so ein bisschen entnehmen, dass am Ende dann Scorpion einfach so ein bisschen aufdreht und dass dann so ein bisschen an Ruhe fehlt bei Fuego Elo. Ja. Aber der schafft es hier ziemlich routiniert auch, einfach den Kill zu holen. Air Dodge Punish, ne? Also er hat